Hi, heute mal an einem Sonntag. Ja, ich habe eigentlich es geplant an einem Freitag. Da war ich auch dann bei meiner lieben Babette, was ich schön fand. Aber ja, also mein Freitagsvideo heute am Sonntag. Nächste Woche wieder am Freitag, wenn es alles gut läuft. Ja, ich wollte anknüpfen an mein letztes Video, wo ich ja die Geschichte erzählt habe, dass ich kein Zeitgefühl habe und damals von der Schule darunter gelaufen bin. Und da ist mir aber noch ein Teil der Geschichte wieder eingefallen, als meine, also so mit Mom redend und so. Und wieder sage ich viel zu oft und so. Entschuldigung. Jetzt kommt es nochmal und so habe ich dann also mit meiner Mom das nochmal besprochen und wir haben dabei festgestellt, dass ich einen ganz wichtigen Aspekt in dieser Geschichte komplett vergessen habe. Ich habe mich damals maßlos verlaufen. Bevor meine Mutter mich mit dem Auto gefunden hat, habe ich mich mindestens, gefühlte 10 Kilometer verlaufen. Also, der Berg, der ist so, die Schule von dem Berg, die liegt so, dass da direkt dran unsere Stadt grenzt, also die Innenstadt. Und ich bin dann halt wollte dann durch die Innenstadt laufen und habe mich da dann irgendwie ganz schlimm verlaufen. Also, nachdem ich dann das dritte Mal beim Mediamarkt vorbeigelaufen bin, der ganz zu Anfang der Strecke ist, habe ich dann doch mal so überlegt, ui, wie komme ich jetzt wieder irgendwie auf den Weg, den ich latschen muss, damit ich heimkomme. Also ich habe es dann durch das, dass Mom dann gekommen ist, mit dem Auto auch geschafft. Aber dabei ist mir eben eingefallen, ich habe einen hundsmiserablen Orientierungssinn. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich ja kein räumliches Sehen so richtig habe. Was aber nicht unbedingt immer gleich automatisch heißen muss, dass ich nicht dort ankomme, wo ich hin möchte. Aber wie ich das mache, erzähle ich euch am Ende vom Video, weil das ist echt abstrus. Also, sagt zumindest Mom. Ja, noch so ein Beispiel ist, als ich so ganz klein war, so 5 oder so, da waren wir mal in der Schweiz, da waren öfters damals, so Skiurlaub und so, ja, da gab es dieses tolle Chalet, oh, und da gab es diesen Laden, da gab es die beste Schokomilch aller Zeiten. Ich himmel heute noch von der Schokomilch mit der Sahne oben drauf. Das war echt gut. Oh, jetzt habe ich voll den Faden, habe ich voll das Thema verfehlt. Ups. Naja, und das muss man sich ungefähr so vorstellen. Hier war der Berg zum Skifahren und ungefähr so, da war dann die Hütte. Und da musste man einfach nur so laufen und dann noch einmal abbiegen und dann war man eigentlich auch schon wieder an der Hütte. Habe ich irgendwie komischerweise immer gefunden. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Allerdings war es einmal so, dass ich da leider mit Mom in den Laden war. Also da gab es auch diesen Einkaufsladen. Der war in die andere Richtung. Und dann hat sie mich an der Hand genommen und wir sind reingegangen und haben eingekauft. Dann hat sie mich für 5 Minuten, glaube ich, losgelassen. Und ich habe irgendwas gesehen. Ich weiß nicht, ob es eine Puppe war oder irgendein Spiel. Und das wollte ich dann unbedingt haben. Und bin dann halt dahin gelatscht, habe das so genommen und dann dachte ich mir so, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo soll ich jetzt hin? Und ups. Und dann bin ich auf jeden Fall durch den Laden geirrt, anders kann man es nicht sagen. Und nach einer Weile habe ich dann die Kasse gefunden. Yay! Und da habe ich mich dann auch, also die zur Kassiererin, weil das habe ich damals gelernt von Mom und Dad. Wenn du dich je in einem Laden verläufst, geh immer zur Kassiererin. Und dann, nachdem die Kassiererin hat mir dann eine Tüte
glaube, Gummibärchen oder sowas gegeben. Und dann bin ich da an der Kasse gesessen und habe diese Gummibärchen gemampft. Und nach der halben Tüte, ich möchte betonen, die halbe Tüte war weg. Hat mich dann, ist dann meine Mutter auch aufgefallen, dass ich weg war. Vielleicht war es auch weniger als eine halbe Tüte, aber damals in kindlichen Augen war es auf jeden Fall eine halbe Tüte. Und mindestens 10 Jahre hat sie mich da sitzen lassen. Was wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Vielleicht waren es nicht mal 5 Minuten oder so, aber naja. Ja, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mich überhaupt zurechtfinden soll. Ich meine, dieses, manchmal stehe ich morgens, liege ich im Bett und denke mir, jetzt solltest du aufstehen und dich anziehen. Und dann denke ich mir so, muss ich aufstehen? Ah, dann wieder rauszufinden, wo ich hin muss, damit ich da und da das und das. Oh nein. Also aufstehen ist nicht so mein Ding. Obwohl ich sagen muss, oft habe ich so den Gedanken, wenn du nicht aufgestanden wärst, hättest du 1000 tolle Sachen verpasst. Ich hätte nicht mit Babette zusammen sein können, ich hätte nicht, ja, eine leckere Schokomilch trinken können und so weiter. Da gibt es so vieles, was man nicht erlebt, wenn man einfach nicht aufsteht. Naja, aber zurück zur Orientierung. Ich verliere immer den Faden. Das ist schrecklich. Entschuldigung. Ich verliere bei allem die Orientierung. Nicht nur beim Laufen. Nein, ich verliere anscheinend auch bei Gedankengängen die Orientierung. Ja, oder sowas wie bei uns in der Nachbarschaft ist eine Tankstelle. Die ist eben etwas weiter weg. Und ich habe die mal, glaub wirklich ohne Witz. Also damals habe ich tatsächlich auf eine Stoppuhr gedrückt, um mal zu gucken, wie lange ich gebraucht habe. Und ich habe die ohne Witz fast 30 Minuten gesucht, diese olle Tankstelle. Und das alles nur für eine Tüte Eis. Deswegen gehe ich auch meistens nicht alleine vor die Tür, weil ich irgendwie immer Schiss habe, dass ich nicht mehr nach Hause finde. Und wie wir aus Hänsel und Gretel gelernt haben, sind Brotkrumen auch keine gute Idee. Oh Gott. Ich stelle mir gerade mich vor, wie ich da sitze und Brotkrumen hinter mir her schmeißen, um wieder nach Hause zu finden. Ja, es ist irgendwie schon komisch, wenn man so gar keinen Orientierungssinn hat. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt, ob es jetzt mit meinem A zusammenhängt oder ob es einfach so. Ob ich einfach so ein Typ Mensch bin, der keine Orientierung hat, gibt es ja auch. Aber es nervt mich manchmal. Ich kann mich auf kürzeste Strecken verlieren. Also, mein Vater und ich waren vor vielen Jahren mal im Real, einer dieser Riesenläden, die riesig laut sind und viel los und die Regale so hoch sind, dass man da wirklich drauf bergsteigen könnte. Allerdings ist auch Sortiment gut. Aber da ich etwas klein gewachsen bin, komme ich immer an die Hälfte der Sachen gar nicht ran. Pro, Contra. Ja, aber damals hat mein Papa, glaubt, ein paar Rohlinge gebraucht fürs Geschäft, leere CDs. Und dann sind wir halt zum Real, weil irgendwie kein anderer Laden mehr auf hatte. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber war halt so. Und dann sind wir rein. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, du, ich muss da ja jetzt nicht mit rein, ich gehe mal zum Bäcker, der ist da direkt geradeaus. Oh Gott, das ist doch jetzt richtig peinlich. Ja, dann bin ich eben losgelaufen und stand plötzlich in der Apotheke, die auch im Real drin ist, und dachte so, okay, falscher Ort, bin wieder rausgelaufen. Bin plötzlich in einem Kiosk gestanden und war gedacht, und umdrehen, noch 3 Versuche und wir rufen Daddy. Dann bin ich wieder losgelaufen und nach ungefähr 10, 20 Minuten stand ich dann urplötzlich im CD-Regal, wo mein Vater gerade die CDs angeguckt hat. Und ich weiß, bis heute, da hat er gesagt, wolltest du nicht zum Bäcker? Daraufhin ich so, ja. Aber ich habe gedacht, so,
Ich hab dich vermisst. Ich wollte dich einfach wiedersehen. Es ist nicht so, dass ich mich verlaufen hätte oder so. Nein, nein. Oh Gott. Das sind so, daheim habe ich es dann meiner Mutter erzählt. Natürlich auch, dass ich mich maßlos verlaufen habe. Was sie, glaube ich, ganz schön lustig fand. Ja. Deswegen komme ich nicht, ich komme am wenigsten komme ich klar, wenn plötzlich sich etwas ändert. Also ich habe ja schon so Möglichkeiten, wie ich mir Dinge merke, sowas wie, jetzt kommen wir zum Punkt, wie kommst du zur Bank, wenn du zur Bank willst? So, das ist jetzt nämlich so, bei uns in der Stadt steht vor der Bank eine Bank und wenn du auf die Bank drauf sitzt, dann bist du nur noch 2 Schritte davon entfernt, nämlich das Haus direkt gegenüber ist die Bank. Oder sowas wie dann auf einer anderen Seite ist ein Schreibwarenladen, wo, wie folgt gemerkt wird, da direkt gegenüber ist ein altes Haus. Das alte Haus hat einen gelben Aufdruck mit Post. Post gleich Briefe, Briefe gleich Schreiben. Also der Laden direkt gegenüber muss der Schreibwarenladen sein. Tja, und so merke ich mir viele Gebäude. Also wenn ich das nicht so machen würde, käme ich wahrscheinlich nirgendwo irgendwie mal an. Blöd ist dann natürlich, wenn die Bank, die vor unserer Post steht, die Bank vor der Bank, plötzlich abgerissen wird, weil dann weiß ich nicht mehr, wo die Bank ist. Wobei ich sagen muss, unsere Bank hat inzwischen so eine ganz blöde Bodenwelle, über die ich jedes Mal drüber stolper. Wirklich jedes Mal. Und dann haue ich mir mal einen Zeh so böse an. Das ist nicht schön. Ja, aber ach, jetzt habe ich wieder den Faden verloren, glaube ich zumindest. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Dinge zu merken. Zum Beispiel der Kleiderladen bei uns in der Nähe. Den merke ich mir über, der Kleiderladen ist direkt gegenüber vom Multimedia-Laden, die wiederum die Sims hat. Wo man Sims anzieht. Wenn man sich anzieht, kann man ja auch in den Kleiderladen. Aufwendiger geht's nicht mehr, aber und das alles merke ich mir und spule es innerhalb von Sekundenschnelle ab und weiß dann, wo ich gerade stehe. Das finde ich immer das Faszinierende. Wenn ich diese Gedankengänge mal aufschlüssle und ich habe noch nie so linear gedacht, die Bank ist da. Ich habe immer irgendwie gedacht, die Bank ist bla bla bla, Punkt, 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 andere Dinge, um zu merken, wo die Bank ist. Ich frage mich manchmal, warum es nicht einfach geht, wenn es denn, ja, warum immer so kompliziert. Ja, mir fällt irgendwie nichts mehr großartig dazu ein, außer, mich gibt es jetzt auf Facebook. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf meinem Facebook-Kanal. Der ist ungefähr, glaube ich, da dann, wenn man es jetzt auf dem Kanal betrachtet. Da ist dann so ein Button, da steht bei Fragen. Dann gebt mir einen Daumen hoch oder gebt mir einen Daumen nach unten, je nachdem, wie ihr es fandet. Abonnieren nicht vergessen und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ich denke, jetzt habe ich an alles gedacht. Noch eine Frage habe ich an euch, meine Zuschauer, nämlich, ich habe überlegt, ob ich am Sonntag oder am Freitag Plaudern mache. Also, dass ich jeden Freitag, geplant ist Freitag, so ein Plaudern mache, über was ich denke, was mir durch den Kopf schwirrt. Und oder eben eure Fragen beantworte, falls ihr mir welche schreibt. Sagt mir, was ihr dazu meint, ob ich das machen soll. Also so einfach die Freitagsplauderei wäre es dann. Oder so ein Titel. Also ich bin nicht so gut im Titel einfallen lassen. Sagt mir eure Meinung. Sagt mir, was ihr dazu denkt. Schreibt, wenn ihr wollt, alles in die Kommentare. Ich lese das gerne und viel auch. Ich bin froh über meine ersten 3 Abonnenten. Ihr seid echt toll. Das war's. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.